diese Musik. Wir haben das ganze Game schon zu 100% durchgespielt. Jetzt will ich aber nochmal die Demo spielen. Schon wieder Gänsehaut, wenn ich die Musik höre. Den zweiten Teil spiele ich ja auch gerade. Versuche ich auch zu 100% zu spielen. Und der ist noch mal einiges geiler. Der erste ist echt schon richtig gut. Ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Aber der zweite ist noch mal so viel besser.
traurig. Ich finde es wirklich so traurig. So, jetzt geht's richtig los. Thank you.
erschrocken. Das ist so laut. Warum ist es so laut? So laut gewesen. Ich hab mich richtig erschrocken, ey. Danach das mit dem Hinziehen. Das ist mega nervig, um so zu laufen. Hallo. Hier ist was nur in der Definitive Edition ist. Drücke ich bitte. Ich habe ja die Definitive Edition 100% gespielt. Und hier ist so ein Dings mit der Mutter von den Bärchen da. Leider gestorben ist. Ach. Und ja. Ich finde schon cool, was in der Definitive Edition ist. Nicht nur das, sondern auch so Leben und so. Und diese blauen Energiezellen wurden auch geändert manchmal. Und es gibt ein ganz neues Power-Up und so. Und ich glaube sogar zwei. Kann die letzten Leben so nur mit dem Power bekommen mit dem neuen und nur in der Definitive Edition ist. Und das finde ich schon cool so, ne? Ja, das finde ich schon genial. Wo sieht man das? Wir brauchen den Schlüssel, ja, aber wie komme ich dann da jetzt hoch? Wahrscheinlich einfach den Stein da hinstellen, oder?
ganz easy. Und dann so. Dann so. Und so, ja. Komme ich auf meine Karte? Also, wir müssen zu dem Baum, also nach rechts. So war das nicht, was ich machen wollte. Aber wir wollten ja eh was upgraden. Also, kein Problem. Ja, gut, dass ich gespeichert habe. Ah, das ist nämlich auch selber cool. Und hier komme ich gar nicht hoch, hä? Geht's noch da? Okay, wir brauchen Schlüsselsteine. Also müssen wir runter. Was? Och nein. Jetzt habe ich wieder nur noch ein Leben. So, ich gehe da aber noch mal hoch. Nicht hinbekommen, ja. Und sammelt das dann noch ein. So. Hat zwar gar nichts gebracht, aber speichere ich. Ja. Auf jeden Fall. Rechts um. Das wird jetzt nicht so lang. Nein. Das ist eine Karte. Haben wir einen Kartenstein? Nö. Okay, da ist eine Energiezelle. Okay. Dann weiter nach oben. Naja, wobei, hier geht's noch weiter nach unten. Egal, müssen wir mal. Ja. Power up. Neues. Und klettern. Bis jetzt kann ich mal so gar nicht klettern.
jetzt können wir an der Wand klettern. Kriege hier eine Energiezelle. Und ich habe gerade gedacht, hey, warum kann ich nicht mehr dran speichern? Aber das war ein Upgrade, dass man nochmal an demselben Teil speichern kann. Muss ich noch nach da? Ah, da ist ein Kartenstein, okay. Nee, da komme ich nicht hin. Wo ich das Game zu 100% gezockt habe, hatte ich am Ende noch zwei Kartensteine übrig. Ich habe gedacht, ich habe am Ende keine 100% dort stehen. Und das wäre kein Problem, ich hätte die Kartensteine einfach richtigen Stein reingesteckt, aber ich habe herausgefunden, dass bei der normalen Version, nicht bei der Definitive Edition, wo ich hatte, kann man nicht mehr rein, nachdem man das Game durchgespielt hat. Oh mein Gott. Ich wollte... Oh, ich habe vergessen zu speichern. Aber die Stelle hasse ich. Die ist so fies. Schnell wieder nach oben. Genau. Speichern. Neuen Stein holen. Baum aufrufen. Möglich das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt sie abgilt. Wir holen uns einfach das zum Verstärken. Ich hab's gehasst. Eigentlich ist ja gar nicht so schwer, ne? Eigentlich sogar echt einfach. Ich weiß nicht, warum ich mich das so angestellt habe. Was ist das? Das ist so einfach. Ich habe da mindestens 1000 Versuche gebraucht. Ja. Oh. Ey, wäre ich auf die Seite nicht gesprungen, dann hätte ich das verpasst. Weil, nein, man sieht sich nicht. Aber warten und jetzt wegen den Kartensteinen ist ja richtig unnötig. Und jetzt lieber abspeichern. Das ist richtig unnötig. Aber ich löse jetzt mal die Karte ein. Ja. Ups, jetzt habe ich sie direkt weggeklickt. Haben wir gar nicht gesehen. Jetzt weiter geht's.
Oh je, das ist ja voll weit. Ich hab gedacht, wir wären gleich beim Baum. Aber nein. Okay, aber ich würde sagen, ab hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Ciao.